Dies ist ein Hilferuf und ein Bittbrief von meinem Ex-Partner Bruno Hennig von UNA, den 19.11.2021 an Frau Grütters Berlin. Ich habe Frau Grütters vor dem Theater Münster getroffen, habe ihr meine Petition gegen meine Obdachlosigkeit ausgehändigt. Frau Grütters konnte, wollte, durfte mir nicht helfen. Es ist sehr enttäuschend. Die Bundeskultusministerin hat es nicht geschafft, dass einem Schauspieler die Wohnung weggenommen wird. Das zu verhindern. Das ist unfassbar. Sehr geehrte Frau Grütters, dies ist ein Appell und ein Hilferuf mit der Bitte um Ihre Unterstützung. Es ist ein Appell von mir, Bruno Hennig, in Klammern Ex-Partner und Freund von Herrn Siegfried Schmidt, Mark Bellinghaus, Kettlerstraße 66 Münster. Es ist ein Aufruf an Ihre Menschlichkeit und Gerechtigkeit. Helfen Sie, dem Wahnsinn, dem Herrn Schmidt ausgesetzt ist, ein Ende zu machen. Ein Ende, das nicht das Ende von Herrn Schmidt ist, sondern das Ende eines langjährigen Rechtsstreits, einer langjährigen Odyssee. Dies alles erinnert an die sprichwörtliche Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Ein schlechtes Drehbuch für eine schlechte Doku-Soap. Ich bitte Sie, den Mut zu finden und der Meute entgegenzutreten und zu sagen, stopp, so geht das nicht weiter. Verhelfen Sie Herrn Schmidt zu seinem Recht. Helfen Sie, dass Herr Schmidt in seiner Wohnung Kettlerstraße 66 bleiben kann. Helfen Sie, dass es einen Weg gibt, der es Herrn Schmidt ermöglicht, zur Ruhe zu kommen. Denn seine gesundheitlichen Probleme sind offensichtlich und werden Ihnen durch ärztliche Atteste bestätigt. Helfen Sie, dass sich die Worte der verstorbenen Vorsitzenden des Bauvereins Kettler, Frau Elke Dickmann, Sie können in der Wohnung bleiben, solange Sie wollen, in Gedenken erfüllen. Schreiben an Frau M. Grütters. Helfen Sie, dass Herr Schmidt sich auf seine Zukunft konzentrieren kann. Helfen Sie, dass ein Missbrauchsopfer endlich zur Ruhe kommt. Helfen Sie, dass man zugunsten von Herrn Schmidt tätig wird. Helfen Sie, dass die Menschenwürde von Herrn Schmidt gewahrt wird. Mit großer Hoffnung und Vertrauen in Ihre Hilfe. Gezeichnet Bruno Hennig.